A2.5. Begründen Sie durch Rechnung, dass es unter den Trapezen A, B, N, C, N, D, N für x Element von 0 bis 4 kein Trapez mit dem Flächeninhalt von 28 Quadratzentimeter gibt. Also, wie gehen wir vor? Wir haben hier gerade eben die Flächenformel für alle Trapeze aufgeschrieben. Das waren die minus 0,5x Quadrat minus 4,75x plus 27. So, und am einfachsten ist es genau das Gegenteil zu überprüfen, nämlich für welche x haben wir denn einen Flächeninhalt von 28 cm? Also setzen wir das gleich 28, denn 28 Quadratzentimetern. Jetzt haben wir eine quadratische Gleichung, die lösen wir mit Hilfe der Mitternachtsformel bzw. Lösungsformel für quadratische Gleichungen auf. Die finden wir auf Seite 11, war es glaube ich, der Formelsammlung. Genau. Und da heißt es, zuerst so umformen, dass auf einer Seite 0 steht. Ich bringe also hier diese 28 erstmal weg, damit hier 0 verbleibt. Und das schaffe ich, indem ich hier rechne minus 28. Also habe ich minus 0,5x² minus 4,75x. Und 27 minus 28 sind minus 1, ist gleich 0. Jetzt habe ich die Form für die Diskriminante, also kann ich die ansetzen. Finde ich eine Formelsammlung mit d ist gleich b² minus 4 mal a mal c. So, und jetzt muss ich nur überlegen, was entspricht meinem b, meinem a, meinem c. Das b ist, fange ich von vorne an in der quadratischen Form, das a ist immer der Faktor, der vor x² steht. Das b ist immer der Faktor, der vor x steht. Und das c ist immer der Faktor ohne x oder ohne Variable. So, jetzt setze ich es einfach nur ein. Dann habe ich hier minus 4,75 zum Quadrat. Minus 4 mal, und a ist minus 0,5. Und c ist minus 1. Das tippe ich jetzt einfach in den Taschenrechner ein und rechne es aus. Und dann kommt ein Wert von 20,56 raus. So, wir haben hier einen positiven Wert. Das heißt, es gibt tatsächlich zwei Lösungen für diese quadratische Gleichung. Also müssen wir es nur nachprüfen. Liegen diese zwei Lösungen tatsächlich in dem Intervall von 0 bis 4 drin oder irgendwo anders drin? Also Lösungsformel weiter ansetzen. X1,2 ist, jetzt kommt die berüchtigte Formel, minus b plus minus die Wurzel aus der Diskriminante geteilt durch 2 mal a. Gleiches Spiel, das b ist hier der Faktor Form x, das d ist die Diskriminante, die steht hier, und a ist der Faktor vor x². Setzen wir ein. Minus 4, minus 4,75, ja, Achtung hier, Minus und das zweite Minus nicht vergessen, plus minus die Wurzel aus 20,656 geteilt durch, ist gleich nochmal ordentlich, 2 mal minus 0,5. So, erster Weg, x1 ist gleich Minus und Minus hebt sich auf, also 4,75. Und jetzt der erste Weg ist Plus, die Wurzel aus 20,56 geteilt durch und 2 mal Minus 0,5 ist Minus 1. Das kann man ins ganz normalen Taschenrechner eingeben und dann kommt dabei ein Wert von 9,28 heraus. 9,28 ist größer als 4, liegt folglich nicht im Intervall drin. X2 berechnet sich aus, der Anfang ist gleich, plus 4,75 und jetzt hier minus der Diskriminante, also minus Wurzel aus 20,56. Und hier unten bleibt wieder minus 1. Auch das kann jeder Taschenrechner ausrechnen und dann kommt ein Wert von minus 0,22 heraus. Dieser Wert ist kleiner als 0 und liegt folglich auch nicht im Intervall drin. Also können wir sagen, x1 und 2 ist nicht im Intervall von 0 bis 4. Also keine Lösung. Und in dem Fall, es gibt keine Trapeze mit diesem Flächeninhalt.